Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit The Secret von Monkey Island, of Monkey Island, The Secret of Monkey Island. Ich muss den Titel noch lernen, beim fünften Teil hoffentlich, beim nächsten Teil kriege ich ihn richtig hin. The Secret of Monkey Island in der Special Edition und ich habe beim letzten Mal versucht, einen Schatz zu suchen, den Schatz von Mealy Island, wo wir uns gerade befinden und ich habe die Instruktionen dafür auf der Schatzkarte, in Anführungsstrichen, die wir bei uns haben, hier, diese Schatzkarte, falsch gelesen, liebe Freunde. Denn wenn immer dort zurück steht, bedeutet das oben, also hinten, auf der, also quasi nach oben gehen. Links, rechts ist ersichtlich, was damit gemeint ist, links und rechts. Aber zurück heißt in diesem Zusammenhang, nach oben zu gehen. Und das hilft natürlich jetzt extrem, weil ich habe immer gedacht, zurück bedeutet aus dem quasi, aus dem Bildschirm wieder rausgehen, wie man gekommen ist, was aber keinen Sinn ergibt, weil das ist ja durch links und rechts schon abgedeckt. Ich Depp. Also werden wir in diesem Teil definitiv den Schatz finden. Achso, jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt, was da drin steht. I can't move it. Nein, du sollst es ja auch, du sollst ja auch untersuchen, die Karte, und nicht bewegen. Zurück, links, rechts, zurück. Zurück, links, rechts, zurück. Okay, das merke ich mir. Links, rechts, zurück. Zurück, links, rechts. Links, rechts, rechts, genau, und dann links, rechts, zurück, richtig? Ich glaube, links, rechts, zurück war das dann. Gucken nochmal, ist das sicher zu gehen? Hallo, kannst du bitte mal, warum funktioniert das manchmal nicht? Links, rechts, zurück, genau. Links, rechts. Und dann zurück bedeutet nach oben. Ich habe gesagt, ist ein bisschen doof übersetzt, aber natürlich. Zurück, man würde ja nicht oben schreiben auf Tanzschritten. Was ist der Tanzschritt? Geh nach oben. Blödsinn. Zurück. Genau. Und dann jetzt noch rechts, links, zurück, glaube ich. Rechts, links, zurück, das ist, glaube ich, jetzt. Nochmal. Rechts, links, zurück. Okay, alles klar. Rechts, links, zurück. Und dann müssten wir beim Schatz sein. Und dann können wir rechts, links, zurück. Und dann sind wir beim Schatz. Und dann könnten wir ihn ausgraben. Rein von der Theorie her. Korrekt. Oder? Müssen wir... Ist nicht hier irgendwo der Schatz? Ja, okay. Alles klar. Hier ist der Schatz. Da ist das X markiert die Stelle, logischerweise. Aber wir untersuchen erstmal das Schild hier. The legendary lost treasure of Melee Island. Sogar gut ausgeschildert. This carefully reproduced piece of Melee Island history has delighted thousands of would-be pirates and their families for generations. Na, wenn das nix ist. Remember, there are other pirates on this island. Ja. So go easy on the treasure. Leave some for the next person. Ja, das machen wir. Wir buddeln es auch dann wieder zu, quasi, wenn wir es ausgebuddelt haben und machen auch da wieder das X hin. Was ist hier? Das ist die Markierung. Here lies treasure of such unimaginable wealth. Well, you'll just have to dig it up to believe it. Na, dann machen wir das doch. Paid for by the Melee Island Chamber of Commerce. Finanziert von der Regierung. Wenn das nix ist. Ja? Subventionen haben sie hier bekommen für den Schatz. Wir brauchen einen Schatz. Können sie ihn subventionieren? Natürlich. Looks like a big plus sign. Ja. Nee. What could that possibly mean? Ja, was könnte das bedeuten? Guybrush. Man merkt, er ist Piratenanwärter. Nein, hallo. So, wie geht Benutzer, Schaufel mit X. This shouldn't take too long. Nö. Ich glaube, 5 Stunden später oder so wird jetzt eingeblendet. Ja. Der klassische. Super. Hours pass. Ja. Eine Ewigkeit später. Und jetzt hier, even more hours pass, glaube ich, kommt jetzt. I think I hit something. Oh, was ist es? Oh boy, it's a T-shirt. Yay! Not my size, but a nice one nonetheless. Cool. Well, I guess I should put all this dirt back now. Ach so, dann kriegen wir das T-Shirt dann. Dann kriegen wir das T-Shirt für den Schatz. Was kriegen wir dann, um zu beweisen, dass wir der Schwertmeister sind? Egal, jetzt haben wir es wieder schön zugemacht, weil wir sollten ja nur ein bisschen was mitnehmen vom Dings. Und jetzt haben wir dieses wunderschöne T-Shirt, wo drauf steht: Ich habe den Schatz von Melee Island gefunden und alles, was ich habe, ist dieses T-Shirt. Hallo,
Kannst du es bitte untersuchen? I found the treasure of Melee Island and all I got was this stupid t-shirt. Ja, so ist es. So ist es, liebe Freunde. Und rein theoretisch, wenn ich richtig informiert bin, wenn wir jetzt zurückgehen, kommen wir wieder an der Gabelung raus. Hallo? Wo ist der? Waldweg, genau. Genau. Ist das nicht gut gemacht? Ist doch richtig gut gemacht. So, jetzt haben wir den Schatz. Das ist schon nicht verkehrt. Move out of the way, Alter! Or I cuts my way through. Alter, ohne Spaß. Entschuldige mich, aber ich muss bitte weiter. I'll, be on my way. Ich muss einfach weiter. Da kommen wir noch zu, die ganzen Leute zu bekämpfen. So, dann gehen wir zurück zum Dorf, weil wir brauchen diesen komischen Hering. Den brauchen wir. Weil ansonsten kommen wir nicht zum Schwertmeister. Aber wir haben schon mal eine Prüfung bestanden. Wir haben die Schatzsuche quasi erfolgreich zu Ende gebracht. Ja, rein theoretisch könnten wir den Piraten das sogar schon mitteilen oder müssen wir es denen erst mitteilen, wenn wir alle Prüfungen bestanden haben? Wir müssen ja sowieso an denen vorbei, also können wir sie auch gleich nochmal befragen. So. Gucken wir mal. So. Dann fragen wir sie gleich nochmal. Hallo, liebe Piraten, ich habe einen Schatz gefunden. Well, if it isn't the boy who wants to be a pirate. Ja. Any fair on your ich habe einen Schatz gefunden. Ich habe euren dummen Schatz gefunden. I found your legendary lost treasure. Das ist ein T-Shirt hier. Well, I discovered the lost treasure, eh? You're a clever boy. Mhm. You may keep the sheep. Ah, oh, das ist aber nett von euch. We have plenty. Dieses blöde T-Shirt brauche ich nicht. Okay. I'll just be running along now. Ich gehe da mal. Leave us to our grog. Okay, so machen wir das. Come back later and tell us how you're doing. Ja, so machen wir das. Alles klar. Ihr blöden Piraten hier, die sitzt die ganze Zeit rum und sauft. Das ist ihr Leben. Das ist ihr Leben. So, dann gehen wir nochmal in die Küche. Das muss doch irgendwie gehen jetzt hier. Muss doch irgendwie gehen. Dass wir hier hinkommen. Was ist mit dem Fisch eigentlich, mit dem Dings eigentlich los? Ah. Können wir denn irgendwas mit dem machen? Geht's hier irgendwie weiter? Wow! Okay. Hätte ja sein können, dass wir hier irgendwie noch weiter können, dass wir hier schwimmen können oder so und da irgendwas finden. Okay, dann... Hau ab! Hau ab! Ja! Schnell! Cool! Oh! Hehehe! Natur 0, Guybrush 1. Nimm das, du blöder Vogel! Du kannst zwar fliegen, aber ich bin schlauer als du. Okay, jetzt haben wir natürlich den roten Hering, liebe Freunde. Jetzt haben wir den roten Hering. Mit dem können wir jetzt am schönen Troll vorbei, weil der freut sich nämlich. Und wir können aufdecken, dass der gute Troll gar kein richtiger Troll ist. Sondern, also, er ist ein Troll, er trollt uns ja. aber er trollt uns auch im Hinblick darauf, dass er vorgaukelt, ein Troll zu sein. Ich bin in die falsche Richtung gegangen, ist mir gerade aufgefallen, liebe Freunde. Jetzt habe ich euch mal getrollt. Oder das Spiel hat mich getrollt. Wir müssen ja eigentlich woanders lang. Wir müssen ja wieder zur Brücke. Zur Brücke müssen wir ja. Oh, das läuft ja jetzt wie geschmiert. Der letzte Teil, der war ein bisschen zur Erkundung da. Aber jetzt läuft es ja... Okay, ich habe das Rätsel gerade durch Zufall gelöst. Das gebe ich zu. Mit der Planke das. Das war mir überhaupt gar nicht mehr im Gedächtnis, wie ich da an den Fisch komme. Das war jetzt wirklich blanker Zufall. Ich habe eigentlich gedacht, da gibt es noch irgendwas. Irgendwie finden wir da irgend noch was. Kann ich da ins Wasser springen? Weil wir kommen ja noch ins Wasser. Das weiß ich. Also wir werden ja noch ins Wasser geschmissen. Ich glaube sogar von Fester Scheintop. Von dem angeblich... guten Sheriff hier. Der zusammenarbeitet wahrscheinlich mit LeChuck. Was für ein Penner. So. Da ist der Troll. Der uns trollt, indem er vorgibt, ein Troll zu sein. Der ist gar kein Troll. None shall pass. Ja, aber ich habe ja einen tollen Hering für dich, mein Freund. Deshalb geben wir ihm den. Gib den Hering an den Troll. None shall pass. Oh, der kann sogar doppelte... Der kann sogar doppelt weiterreden. Zwei Sachen auf einmal sagen. Hier, guck dich das an. Vor allem rohen Fisch einfach gegessen. Ich meine, Sushi ist auch, finde ich auch geil. Aber, warum hat der Typ mit der Elvis-Tolle jetzt auf einmal hier quasi den Fisch gegessen? Egal. Wir sind jetzt hier bei Stans Previously Owned Vessels. Also bei der ist der Gebrauchtschiffhändler. Der gute Stan. Gucken wir uns mal alles an. Hier, das Schild. Ich glaube, er ist noch nicht da, oder? Welcome to Stan's previously owned vessels. Genau. I'm off searching the globe right now for the finest and previously owned marine transportation. Ich glaube, das kommt erst später hin. Er sucht gerade. I'll be right back. Ja, na klar. Der gute Stan. Stan ist so super. Vor allem, ich mag,
dass sie das ja selbst im, dass sie im Remake hier diese Textur beibehalten haben, weil Stan hat so ein Jackett an und die Textur bewegt sich nicht, sondern das Jackett bewegt sich und legt immer mehr von der Textur frei. Das kann man jetzt schwer erklären, wenn man es nicht selber sieht, aber ihr werdet dann sehen, was ich meine. Das sieht so cool aus. Spiffy. Yeah, ist ein cooles Boot, ne? Was mit dem Boot? Wenn wir das nehmen? Cute, but small. Oh, na gut. Dann gehen wir mal zur Grog-Maschine und holen uns mal ein bisschen Grog. Grog? Ach, wir haben ja Geld. Benutze, nein, ich mache das immer mit dem Steuerkreuz, aber damit wähle ich nicht aus, sondern damit wähle ich die Aktionen aus, die ich benutze. Wir benutzen mal den Grog damit. Also hier den Dings damit. So, jetzt kriegen wir nämlich einen schönen Grog. Nothing. Was? Betrug! Müssen wir die irgendwie schieben? Nothing. Was? Müssen wir die ziehen? Nothing. Das ist ja Betrug. Jetzt habe ich hier Gold ausgegeben. Habe ich überhaupt? Jetzt habe ich hier nur noch 204 Goldstücke. Liebe Freunde, das ist ja das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Na, egal. Gut, dann gehen wir hier weiter. Untersuchen wir dieses Boot. Das ist doch gar kein Boot. Dull, dull, dull. Genau. Was mit dem Boot? Now that's a nice looking vessel. Ja, aber das ist doch noch viel schöner. Übrigens mag ich das Schild hier, wo steht As is, also gekauft wie gesehen. Das ist also ein Boot, was untergegangen ist. Das ist so cool. Aber man kann es trotzdem kaufen, obwohl es ja eigentlich rein theoretisch nicht schwimmfähig ist. Ah, a fixer-upper. Ja, leichte Reparatur. Klar, man leicht reparieren, genau. Hier eine Galeere. Well-engineered imports. Ja, aus Norwegen oder aus Skandinavien auf jeden Fall. Was ist das hier? Das ist doch ein geiles Boot. I'm surprised this one is still afloat. Ach wirklich? Achso, ja stimmt. Das hängt ja mit dem Heck im Wasser. Das ist, und wo ist das Heck? Das Heck ist hinten, liebe Freunde. Heck ist hinten. Wie heißt das bei Booten? Richtig, rechts ist Steuerbord und links ist Backbord. Achso, wow, da komme ich da hinten raus? Das ist ja interessant. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Bei Stan wollen wir noch nicht sein. Aber dass der Automat hier mein Geld gefressen hat, das finde ich furchtbar. Kann ich ihn eigentlich mal untersuchen? Ja, ich kann ihn doch bestimmt untersuchen. Kann ich ihn nicht untersuchen, diesen... Genau, untersuche. Ne, nicht benutze. Untersuche. Warte, wie kann ich ihn nochmal untersuchen? So. Grog. Diet Grog. Oh. Cherry Grog. Yeah. Grog Classic. Ja. Hat überhaupt nichts mit Coca-Cola zu tun. And Root Beer. Ja, und Malzbier, lecker. Schönes Malzbier. Root Beer ist nicht lecker. Hab ich gelogen. Ich habe Root Beer in den USA getrunken, dieses Malzbier. Das schmeckt wie Zahnpasta. So, aber jetzt kommen wir jetzt auch zu unserem Schwertkampftrainer. Kommen wir jetzt definitiv. Genau, da ist er. Yep. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword Training, 30 pieces of weight. Haben wir. Cannon Firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Das brauchen Grappling wir nicht. Grappling Hook, 130 pieces of weight. Brauchen wir auch nicht. Hook extra. Brauchen wir auch nicht. Wir müssen nur ein großer Schwertkämpfer sein. Wir müssen nichts weiter sein. Können wir jetzt denn hier nochmal hin? Bevor wir zum guten Captain Smirk gehen. Ah, dann kommen wir wieder raus. Okay, cool. Nee, dann gehen wir zum guten Captain Smirk. Der bringt uns das Fechten bei. Okay, alles klar, dann klopfen wir mal. Ja, das ist vollkommen richtig, mein Guter. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Ich will Schwertkämpfer werden. Wissen Sie eigentlich, wo der Schwertmeister lebt? Do you know where the Swordmaster lives? Forget it, kid. She'd cut your head clean off. Ja, deshalb bin ich ja hier, um zu trainieren. Well, of course you got some training first. Das ist ein Geschäftsmann. Sagt sofort, ich sehe sofort, Sie können nicht Schwert kämpfen, aber ich kann es Ihnen beibringen. Ja, immer. Eye on the money, hat er immer, der gute Kerl. Okay, könnten wir wohl reingehen? Ist ein bisschen kalt hier. Bisschen frisch. Can we step inside? It's a little chilly out here. Ja. What did you say? Oh, ich hab nur... I said it's a little chilly out here. Ja, bisschen chilly. Lecker Chili. Hmm, you're right. I could catch a cold. Ja, vor allem jetzt gerade in der Zeit. Oh, lässt er mich nicht rein. What do you want? Was für ein Penner. Was für ein Penner. Okay, ich frage, ob Sie mich trainieren können. Could you train me to be better than the Swordmaster? Ja, besser sogar. Better than the Swordmaster? Ich liebe das Design. Sieht so cool aus, der Typ.
Ey! You could never be half the sword fighter Carly is. Wieso denn? Even with hours of hard work and sweat and blood. Nein, das kriege ich hin. Ich bin side by side. Bin ehrgeizig. At Port Royal. Oh, Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said, ja. But I digress. Oh, was hat sie denn gesagt? Nein, ich bin der beste Schwertkämpfer der Welt. Das bin ich doch, das bin ich wohl. I do so have what it takes. Ja. You do not. Na, aber sowas von. I do so. Mhm. You do not. Tausendmal mehr als du bin ich doch. I do so. I like your spirit. Ja. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. Ja, 30 Goldstücke. Ich hab genug. Wir verhandeln mal erstmal. Ich dachte, sie machen das umsonst. Well, I figured you'd do it for free. Well, you figured wrong. Oh. What else have you got? Wie wär's mit diesen 30 Goldstücken hier? Man kann's ja probieren. Well, I've got 30 pieces of 8. Say no more, say no more. Let's see your sword. Cool, ich hab ein Schwert. Hier, sehen Sie mal, ich hätte da dieses tödliche Huhn. Nein, ich habe aber ein Schwert. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Damit kann man gut kämpfen. Yeah, los geht's. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Zweideutigkeiten, hallo? Yeah. Boy, you fight like a dairy farmer. Das passt, ja, du kämpfst wie eine Kuh. Don't waste my time with vermin. Ich hab schon die Sprüche drauf, meine Freunde. Seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. Ja, du musst I mich... need the money. Ja, genau. Yes. I can see this is gonna take some special measures. Na, ich bin also nicht so gut. Just want you to know, I don't do this with everyone. Ja, das sagen sie immer. It's only because I feel that special. Ja, das sagen sie auch immer. Student mentor pieces of eight. Die vor allen Dingen die Goldstückbindung ist sehr stark zwischen uns. I'm gonna put you up against the machine. Guckt euch die Maschine an. Die ist so super. Is this gonna hurt? Die ist klasse. Die ist so super. Yikes. Come at me. Don't be afraid. You won't hurt me. Okay. Watch your footwork. Yeah. Distance, distance. Yeah. Distance, distance. Guck mal, wie gut ich bin. Use your forte against the foible. Yeah. Watch your footwork. Na klar. Immer doch. Distance, was immer du sagst. Distance. Hours later. Super gut. You're starting to get the hang of it. Yeah. Ich bin so gut. More hours later. Not bad. You've got good form. Jawohl. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Nach Stunden des Kämpfens erzählte mir dann erst das Geheimnis. Making love. Oh. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. Mm-hmm. But the pros, they talk the talk. Just when to cut their opponent with an insult. Jawohl. When it catches them off guard. Das ist so eine tolle Idee, oder? See, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out. Yeah. Okay. Imagine this. Yeah, okay. Let's get lost. Fighting up a storm. Yeah. Just like Carla and I were doing at Port Royal. Und dann kämpfen wir und dann beleidigen wir uns. There's a sudden break in the fighting and I say to you, you fight like a dairy farmer. Yeah. Und ich sage, das passt ja, du kämpfst wie eine Kuh. Wir lernen jetzt natürlich erstmal die Sachen, logischerweise, die Counter-Quasi-Beleidigung. Aber das ist doch so ein cooles, so eine tolle Idee, dieses, dass das Schwertkämpfen nicht Kämpfen ist, sozusagen. Also es ist schon, man kämpft ja schon mit dem Schwert, aber dass das eben mit Worten ausgeführt wird. Das ist so eine tolle Idee. Als ich das damals das erste Mal gespielt habe, Monkey Island, das war so super. Ich habe erst gedacht, oh, jetzt kommt hier so ein hakeliges Schwertkampf-Minispiel oder so, muss man die richtigen Tasten drücken oder was auch immer, keine Ahnung. Und das ist so super, weil man muss nachdenken und er sagte ja, die Wörter, der Verstand muss doppelt so scharf sein wie das Schwert. Ne? Die Feder ist mächtiger als das Schwert. In dem Fall stimmt das sogar. Es ist so eine tolle Mechanik. Aber hier, wir sind noch nicht so versiert im Beleidigen, deshalb sagen wir, ich kämpfe wie ein Bauer, deine Mutter aber auch. So is your mother. I can see we've got a lot of work to man muss do sagen, here. Du kämpfst wie eine Kuh. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see? Viel schlauer. It's razor sharp wit like that that wins fights. Richtig. Let's try another. Okay. Imagine this. Okay. You're trapped up against a wall. Okay.
Mit dem Rücken zur Wand. Just slashed two cuts into your face. Schöne Schmisse im Gesicht. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Was war das? Schaschlik? Was waren das? Was waren die? Shish kebab? Ist egal. Ach ja? Oh, yeah? Wir lernen's ja jetzt. I can see we're in deep trouble here. Ah. A correct response to soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Ist natürlich ein leichtes Tutorial hier, ganz klar, aber es ist so toll verpackt. Like, first, you better stop waving it around like a feather duster. Ah, das ist natürlich super, see? Ja. See? Razor sharp. Razor sharp. Now, Messerscharf ist das. I suggest you go out there and learn some insults. Na, das machen wir. I can't help but feel like I've been ripped off. Hallo? I'm sure you're feeling something similar. Nein, ganz im Gegenteil. Also da muss ich im Spiel jetzt gerade mal vehement widersprechen. Ich finde, das ist mit die tollste Mechanik. Also klar, sie ist ein bisschen langatmig jetzt, weil wir müssen jetzt gegen die ganzen Piraten hier antreten. Ne? Gegen den hässlichen Piraten, den schnappen wir uns. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, wir sind da unten. Den hässlichen, den vergammelten schnappen wir uns, den vergammelten Piraten. Wir müssen natürlich jetzt Beleidigungen lernen. Das System dahinter ist ganz nett. Ja. Hier, bleib stehen, vergammelter Pirat. Genau. Das ist ein bisschen frickelig und man braucht eine Weile, aber an sich finde ich das System mit diesen Beleidigungen super toll. Mein Name ist Guybrush Threepwood, Prepare to Die Edition, Dark Souls. My name is Guybrush Threepwood, Prepare to Die. Da hat sich Dark Souls den Unterschied schon abgeguckt bei Guybrush Threepwood. Du kämpfst wie ein Bauer. You fight like a dairy farmer. How appropriate. Ah, er kennt's. You fight like a cow. So, und jetzt lernen wir neue Sachen. Glaube ich, jetzt ist er dran. I once owned a dog that was smarter than haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht die Beleidigung. Ich schaudere. Nein, ach ja. Oh, yeah. Ich glaube, wir haben noch eine Beleidigung. Aber wir haben jetzt schon wieder eine neue Beleidigung gelernt. Ne? Ist das doch cool. I've spoken with apes, auch eine neue Beleidigung. Kennen wir auch noch den Anfang noch nicht. Aber hey, egal. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. Oh, verloren. I give up, you win. Verloren. Verlieren wir da eigentlich immer wieder Gold? Also das kann ich hier in diesem Menü kann ich mir das nicht angucken. So, wo kommen jetzt die ganzen Piraten? Aber wir haben neue Beleidigungen gelernt. Die werden wir auch gleich ausprobieren, weil dann irgendeiner kennt natürlich dann auch da die Entgegnungen dazu. Quasi den Konter. Hier, der stinkende Pirat. Stinkender Pirat, Guybrush. Nein! Das ist so dumm. Los hier, komm. Blutrünstiger Pirat. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt auch mal gut hier. Guybrush, schnell. Schnell. Hier, hässlicher Pirat. Jawohl. Du Deckschubber. Hier, ich will dich bekämpfen. Guybrush Threepwood. Prepare to die. Genau. So, wir haben neue, hier, yeah, genau. Ich hatte mal einen Hund, der ist klüger als du. I once owned a dog that was smarter than you. Und jetzt? Oh, I'm shaken. Er kennt sie nicht. Schade. Das heißt, wir gewinnen jetzt wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch so doof. Genau, I've Affen. Spoken with apes more polite than you. Oh, I'm rubber, you are glue. Ah, er weiß es auch. Nicht. Schade. Okay, dann, keine Ahnung, mein Schwert wird ich aufschieben. Soon you'll be wearing my sword like ein, a shish kebab. Ein Schaschlik? Oh, I'm rubber. Er wusste ja gar nicht, was bist du für ein Pirat? Ich kenne ja wenigstens schon ganz viele Beleidigungen. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Das heißt, wir müssen, hier, der vergammelte Pirat. Vergammelter Pirat, schnell. Guybrush. Ja, er sieht neu aus, er hat bestimmt ganz viele tolle Beleidigungen für uns. Nein. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Genau. Du bist dran. So, Hund. I once owned a dog. Dafür haben wir noch nicht den Konter. He must have taught you everything you know. Ah, haben wir eine neue Beleidigung. Sehr gut. I've heard you were a contemptible sneak. Ja, habe ich noch nichts. Ach ja? Oh, yeah? Ich mag das, dieses Ach ja? Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever noch mehr neue Beleidigungen. Sehr gut. Das kann mich nicht strecken. I am rubber, you are glue. So, und das war's. Aber wir haben wieder neue Beleidigungen gelernt. Sehr, sehr gut.
Und wir haben sogar die mit dem Hund. Der Kontern vom Hund. Mit dem Hund. Das müssen wir uns auch merken. Los, schnell, schnell, schnell. Blutrünstiger Pirat. Das gibt's nicht. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Hier, das blutrünstiger Pirat. Blutrünstig. Nein, nein, nicht zur Gabelung gehen. Nicht schon wieder. Airbrush, okay, hier. Was ist das hier? Los. Ja, endlich. Ja klar, wir müssen kämpfen. Aber vorher, ist dir schon mal aufgefallen, wie ähnlich all diese Straßen hier sind? Ever notice how all these roads start to look the same? Yeah, now that you mention it, they do. Kommt so vor, als ob man nur einen Hintergrund gerendert hätte. Ja, wahrscheinlich. Okay, du bist übermüdet, das passt sich gut, dann bist du ja ein leichtes Opfer für mich. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Okay, Hund haben wir. Genau, niemand wird mich verlieren sehen, auch du nicht. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. You run that fast. Oh, wieder was gelernt. Sehr gut. This is the end for you. Mm. You got a crawling cur. Okay, wie passt es? Du kämpfst wie eine Kuh. How appropriate. You haben wir auch noch nicht. Like a cow. Aber wir lernen ganz viele neue Beleidigungen. Das ist so super. Have you stopped wearing diapers? Noch eine neue Beleidigung. Ach ja? Oh, yeah? Und das war's. Aber wir haben noch nicht die ganzen Konter. Aber das ist auch okay. Okay. Wir brauchen halt jetzt erstmal nur die ganzen Beleidigungen. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. So, hier, komm hier. Pirat. Ja, ja, klar, das ist alles wichtig. Ich muss neue Beleidigungen lernen. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Los geht's. Also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Hier mit den Affen. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family. Aha. Neue Beleidigungen gelernt. Sehr gut. You fight like a dairy farmer. Na, darauf können wir ja antworten. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. You fight like a cow. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich brauche wieder neue Konter. Hoffentlich kennst du ein paar. Niemand wird mich verlieren sehen, auch du nicht. Das haben wir schon. Genau, mit den Windeln. Das ist aber neu. Oder? I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you. Sehr gut, sehr gut. Die Kante, wo hatten wir denn die aufgeschnappt? Hat die uns irgendeiner an den Kopf geworfen, die Beleidigung? Match for my brains. Da haben wir noch keine Antwort drauf. First you'd better stop waving it like a feather duster. Ich mag, wie er dieses gefühlte Fragezeichen hinten anfügt, weil er nicht sich sicher ist, ob das richtig ist. Das finde ich sehr gut. So, der nächste bitte. Wir haben noch ein paar. Stopping a pirate can be dangerous. Den Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Ich mag, wie die alle selbst in den Untertiteln sozusagen hier den nordischen Akzent, diesen nordischen Akzent hatten. So, wir haben. Wenn wir den Affen. Nee, das hatten wir. Das war Familientreffen. Genau, hier, das können wir gleich ausprobieren. Können wir gleich ausprobieren. I'd be in real trouble if you ever use them. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir lernen sehr viele tolle neue Beleidigungen. I once owned a dog that was smarter than da kenne ich doch die Antwort drauf. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. He must have taught you everything you know. Und schon ist er selbstbewusst. Wenn man die richtige Antwort gibt, gibt er Guybrush gleich die richtige und selbstbewusste Antwort. Das finde ich sehr gut. Mit den Windeln, das hatten wir noch nicht. Have you stopped wearing diapers yet? I'm shaking. Ja, das weiß noch keiner. Interessant, gut, das müssen wir uns merken mit den Windeln. Das weiß keiner. Das ist keine richtige. Die letzten sind immer nur so quasi merkwürdige Antworten. Und hier finde ich es übrigens gut, dass wenn wir nichts mehr haben, also nichts mehr von ihm erfahren, dann können wir auch gleich aufgeben. Das kürzt die Kämpfe ab. Das finde ich sehr gut. Das haben wir noch nicht. This is the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point? Sehr, sehr gut. Wieder was gelernt. Spoken with apes more polite than you. Na, dann machen wir das mit dem Familientreffen nochmal. Genau. I'm glad to hear you attended your family reunion. So sieht's aus, mein Freund. Wir brauchen das eigentlich nur noch mit den Windeln. Nur noch mit den Windeln brauchen wir die Antwort. Ich glaube, dann haben wir alle Beleidigungen und alle Konter.
Hier. What you be wanting, you ja, er sieht auch wichtig aus. Er hat eine coole Frisur. Er hat so eine ähnliche Frisur wie wir, aber er hat sich die Haare mit Drehstrom gewaschen. My name is Guybrush Threepwood. Wie es aussieht. Prepare to die. Wir haben so eine schöne Frisur. Schön gemacht. So, haben wir mit dem Windel. Have you stopped wearing diapers yet? I'm shaking. Oh, I'm keiner shaking. Kennt das darauf. Das ist aber merkwürdig. Okay. Unerfahrener Dummkopf haben wir. Oder haben wir das mit dem geschulten Hirn? Das haben wir, glaube ich, auch. Affen haben wir. Ja, ich glaube, das nur mit den Windeln brauchen wir jetzt noch. Ja, ja. Ihr seid alle merkwürdig. Ihr könnt nix. Ihr könnt nix. Ich bin besser als ihr alle. Ja. Dann, hier. I've spoken with apes more polite than you. Probieren wir das nochmal. Wir brauchen nur noch eine Antwort auf eine Beleidigung. Und dann könnten wir uns im nächsten Teil dann wow. der Schwertmeisterin widmen. Ach. Wirklich? Das wäre jetzt nicht... Ich probiere es nochmal bei einem. Wenn der das mit den Windeln auch nicht weiß, nein, dann war das vielleicht so der Hinweis vom Spiel, dass wir jetzt gut genug sind. Dann können wir beim nächsten Mal dann den Schwertmeister machen. Die Schwertmeisterin, Entschuldigung. Das gute Carla. Wir probieren es noch einmal mit den Windeln. Prepare to die. Vielleicht weiß er die Antwort. Genau, wir haben hier, haben wir... Genau, Windeln. Genau, das haben wir. Geschultes Hirn, wenn du es mal benutzen würdest, ja. Have you stopped wearing diapers yet? Why did you want to borrow one? Geil. Super gut, jetzt haben wir alle. Ich glaube, jetzt haben wir alle Beleidigungen. Nein! Wir haben noch nicht alle Beleidigungen. Das ist ja geil, okay. Vielleicht solltest du es mal benutzen. Natürlich falsch, aber... Hat der noch ein paar Beleidigungen? Nee. Okay, cool. Dann, Yeah! Wir haben ihm es gezeigt. Okay, mit den Windeln haben wir... Und jetzt machen wir das mit dem Taschentuch. Hat er darauf auch eine Antwort? Ach, das habe ich gar nicht, oder was? Habe ich das mit dem Taschentuch jetzt nicht? Haben wir jetzt nicht. Verdammt. Okay, schade. Okay, dann, You're no match for my brains, you poor fool. Besiegen wir ihn einfach. Der kennt aber wirklich alle Tricks hier. Hast du noch? Ah, verdammt. Look behind you, a three-headed monkey. Endlich haben wir. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Okay, dann noch ein Kampf, in der Hoffnung, dass wir das mit dem, dass wir jetzt wirklich alles haben. Und dann ist dieser Teil zu Ende und dann machen wir beim nächsten Mal dann die Schwertkämpferin. Ich hoffe, er hat die Antwort. Hier. My handkerchief will wipe up your blood. So, you got that job as janitor, after all. I got this scar. Ach, immer noch. Okay, liebe Freunde, wisst ihr was? Jetzt zwischen den Teilen. Ich mache jetzt noch den Kampf hier fertig. Und inzwischen den Teilen sammle ich jetzt noch alle Beleidigungen und dann gehen wir beim nächsten Mal gleich zur Schwertkämpferin. Da braucht ihr euch das nicht weiter antun. Aber ist das nicht ein tolles System? Das ist so ein super tolles System. Ach, du kannst so schnell laufen, mein Freund? Geil. Okay, und das mit dem harten Kampf, das hatten wir jetzt auch nicht mehr. Okay, alles klar. I've heard you were a contemptible sneak. Ja. Oh, yeah. Ah, er hat's nicht. Okay, dann mache ich jetzt zwischen den Teilen dann noch die eine oder andere Beleidigung, die ich mir noch hole. Und dann sind wir bereit für den Schwertkämpfer. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attending. Ja, ist aber auch versiert hier. Ein versierter Schwertkämpfer. Where did my sword go? Okay. Gut, liebe Freunde. Dann gehen wir mal ins Dorf zurück. Zum Aufsichtspunkt, dann stört uns kein Pirat mehr. Und dann mache ich jetzt zwischen den Teilen... Guybrush, nicht ins Dorf zurückgehen. Dann mache ich zwischen den Teilen, suche ich noch die anderen Beleidigungen und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Dann gleich zur Schwertkämpferin, zur Schwertmeisterin, sozusagen Schwertkampfmeisterin hier auf Melee Island. Dann haben wir 2 von 3 Prüfungen, dann können wir dann wahrscheinlich abschließen. Und dann müssen wir nur noch das Idol klauen, aber dazu müssen wir dann noch ein paar Sachen suchen. All das im nächsten Teil hier bei The Secret of Monkey Island. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen, würde mich über Kommentare, Likes und falls ihr nicht habt, auch über ein Abo freuen. Viel Spaß beim Internet, macht's gut und... Bis zum nächsten Mal. Dann mit allen Beleidigungen. Dann bin ich der King im Beleidigen. Kein Titel, auf den man stolz sein sollte, weil Beleidigen ist nie schön, aber ich bin's. Und ihr seid dann wieder mit dabei, hoffentlich. Tschüss.